Leute, Crimex hier, was geht ab, Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu StumbleGuys und heute habe ich mal wieder meinen StumbleGuys-Bruder Seville mit dabei. Was geht ab, Alter? Geht ab, Leute! Und zwar, ich habe mir heute mal wieder eine Challenge überlegt. Wir werden heute wieder rausfinden, wer der bessere StumbleGuys-Spieler von uns beiden ist. Und zwar, Seville, jetzt passt gut auf. Wir werden uns zuerst 10 epische Glücksrad-Spins holen und da bekommt derjenige einen Punkt, wer die besseren Skins zieht. Und dann werden wir noch 3 Runden in StumbleGuys spielen und wer dort mehr Wins sammelt, der bekommt jeweils auch einen Punkt. Ich glaube, damit sollten die Regeln klar sein. Und natürlich gibt es halt auch eine Strafe für den Verlierer, ist ja klar. Und zwar hat der Verlierer, muss dem Gewinner einmal das Mega-Pack für 50 Euro kaufen, Leute. Ja. Wir drehen heute hier richtig durch. Lass ein Like und ein Abo da. Und ich würde sagen, Seville, geh mal in den Shop rein. Okay, du holst dir jetzt 10 epische Spins, ja? Und wir machen es folgendermaßen. Legendäre zählen 1 Punkt. Und Special zählt 5 Punkte. Okay, ich werde jetzt zuerst meine 10 Spins machen und danach Seville. Let's go, Leute. Ja, direkt schon mal 1 Punkt. Let's go. Bro, er kriegt direkt legendär. Ja, richtig und wichtig. Ich glaub's nicht. Wow, 2 Was? Oh mein Gott. Halt. Leute, ich habe heute dieses andere Pack. Ey, da, Bro, wenn ich den gerade noch bekommen hätte, wäre vorbei. Mit dem Special Skins wäre vorbei gewesen. Ich wäre offline, ich schwöre, ich wäre offline gegangen. Dann wären direkt 7 Punkte, das ist unmöglich so mäßig. Okay, bis jetzt 2 Punkte. Komm, da geht noch ein dritter, da geht noch ein dritter Punkt. Bro, wenn du jetzt noch mal einen legendären ziehst, dann wird es schon sehr, sehr kritisch. Ich habe bis jetzt auch immer nur maximal 2 legendäre beim Spin bekommen. Und fast ein Special hast du gehabt. Heftig, sehr, sehr heftig. Komm, noch einen dritten. Das wäre so dieses Weltrekord-Verdächtige. Gönn noch einen dritten, Bro. Nein. Oh mein Gott. Ich glaube, letzter Spin. Let's go. Bro, wen willst du? Leute, Re-Rap, das hatte ich noch nie gehabt, das Weltrekord. 3 legendäre Skins mit einmal Spin. Und den hatte ich sogar noch nicht mal hier, den Roboter. Der ist ja voll cool, Leute. Übelst nice. Also das bedeutet, 3 Punkte habe ich hier gesammelt. Und ich würde sagen, Seville, jetzt mach du mal deine 10 Spins. Schauen wir mal, wer hier beim Glücksrad-Battle direkt mal den ersten Punkt bekommt. Okay. Ich muss 3 legendäre kriegen, ne? Außer wenn du ein Special kriegst, dann hast du halt direkt gewonnen, ne? Stimmt, 5 Punkte, ne? Ja, Special wäre direkt Win. Nein! Bro, wie knapp war das gerade? Ey, guck. Okay, bei dir ist gerade eher das Pechrad, nicht das Glücksrad. Bei mir ist anders. No! Jawoll, Digga. Oh mein Gott, okay. Seville hat. Das? Bro, er hat schon gewonnen. Er hat direkt einen Special Skin gezogen. Was ist das denn? Vielleicht kommen jetzt sogar noch legendäre. Bro, was ist das? Ich habe mich schon gefreut, weil ich 3 Punkte habe. Er hat jetzt schon 6 Punkte. Ey. Was ist das? Wie krass. Nein, das geht. Ey, nee. Nee, Mann. Ich dachte gerade wieder. Das ist gerade echt heftig, also was abgeht. Das ist wirklich krass. Ein Special, ein legendärer schon. Mit 10 Spins muss man erstmal schaffen. Sehr, sehr stark. Hast aber auch schon jeden Skin als Duplikat. Aber Leute, das bedeutet, der erste Punkt geht leider an Seville. Aber keine Sorge, jetzt gehen wir in die Runden rein. Da können wir noch genug aufholen. Okay, was wird die erste Map sein? Oh, komm. Ah ja. Okay. Das ist nice. Spin-go-round. Kein Ding. Sollten wir schaffen. Mal. Okay, hier einziger Special Skin. Seville hat nicht mal seinen Special Skin drin. Nee. Seville ein bisschen Schmalspur geworden. Ey, Junge, ich mag meinen Samurai. Hä? Was ist mein Samurai in Ruhe? Wie bist du denn da so weit nach vorne gekommen? Seville hat hier wieder irgendwelche Geheimtricks. So ein Ding ist das. Nein, ich bin einfach geslidet, oder? Ich bin geslidet. Aber ich muss auch schon sagen, also du bist schon auf dieser Profi-Basis unterwegs hier, StumbleGuys. Nein, noch gar nicht. Doch, Bro, du bist... Seville ist Sweater. Er sagt jetzt so, nein, er ist Sweater. Nein, ich bin kein Sweater. Er ist ein Sweater, Bro. Du wolltest mich wegboxen, ich hab dich weggeboxt. Das gibt's nicht, Junge. Bist du ins Ziel? Ja, ich bin aus dem reingerannt, wollte aber gar nicht. Mein Gefühl sagt mir Fußball. Nee. Oh, ich dachte gerade wirklich Fußball. Kennenclimb. Oh, da gibt's ja auch voll die Map-Tricks, so, wo die alle auf dem Rand immer entlang rennen und ja, so. Ja, genau. Ja, ich laufe immer links lang. Man kann ja durch diese Bouncer da quasi auf den Rand hochkommen, richtig, ne? Richtig, ja, richtig. Habe ich mir auch Video reingezogen. Ich versuch das jetzt mal zum ersten Mal. Ja. Oh, nee, falsche Richtung. Nee, weiter vorne musst du das machen. Ach so. Ja, oh, jetzt habe ich ein bisschen Zeit verloren.
Vielleicht sollte ich lieber jetzt normal spielen hier in der Challenge. Ich mach's immer hier. Nicht, dass ich jetzt hier noch reinchoke. Ah, okay, ja. Ich sehe. Nein, ich bin runtergefallen, oh mein Gott. Hier gibt's schon diese Trickser. Und zack. Guck mal da, Alter, Samuel, du bist ja ein richtiger Samurai, wie du da. Ey, bleib hier! Geh nicht! Ey! Bam! Abgesaved! Ich wollte dich wieder boxen. Ja, ich weiß schon. Ich weiß schon, dass du mich boxen willst. Jetzt kommt Finale, mein Freund, ne? Alter, jetzt sind wir. Das geht immer so schnell. Ich wünsche mir für die neue StumbleGuys Season, dass es 5 Runden gibt, nicht nur 3 Runden. Ey, Bro, ich habe diese Map noch nie gehabt. Erste Mal? Das ist wirklich das erste Mal. Ist schwierig. Ich bin da auch nicht so gut. Man denkt, man kennt alle Maps, aber es gibt irgendwie immer mal wieder was Neues. Ja, also da bin ich auch nicht so tatsächlich. Da kommt jetzt die Lava hoch, da musst du aufpassen gleich. Ja, Bro, ich muss aber ehrlich sagen, also bis jetzt. Weil hier kommt jetzt die Lava hoch, da musst du aufpassen. Ach, aber shit, das ist ja Finale, ey. Im Finale eine Map, die man nicht kennt. Das ist halt assi, ja. Ich bin verbrannt, aua. Also da habe ich einen Vorteil, Leute, muss man auch sagen. Ganz klar hier. Nein, Alter, Bro, hä, wie macht man das denn, wenn die Lava da kommt? Ja, du musst außen laufen. Bei dem Rand eigentlich. Das ist besser. Wenn du beim Rand läufst. Ja, gut. Schwierig, Leute. Werde ich hier keinen Win holen. Kenne ich mich nicht aus hier auf der Map. Ja, aber das nimmt man dir nicht übel. Ist okay. Alles gut. Das heißt, erster Punkt wird wahrscheinlich an Seville gehen. Oh, ja, oh Gott, das war auch was von mir. Ich bin durch. Also ich bin am Ziel. Ich bin hier aber auch gerade wirklich verloren auf der Map. Ey, da ist so ein Typ, der ist richtig nice, aber ist das ein Kumpel? Ey, was ist mit dem los? Ich geh schon mal durch. Ja, ey, der hat fast gewonnen, der Typ. Krass, krass. Okay, also Leute, erster Punkt geht an Seville. Ich war hier gerade komplett verloren. Hoffentlich bei der nächsten Runde ein besseres Late Game. Let's go. So, Seville, wir gehen jetzt wieder in den Shop rein. Jetzt kauft sich jeder wieder 10 Spins. Mal schauen, wer jetzt die Runde gewinnt. Seville hat gerade einfach das Game und die Spins gewonnen, Leute. Das kann ich hier nicht so auf mir sitzen lassen. Okay, Seville, ich gebe dir jetzt wieder eine Bildschirmübertragung. So, du kannst jetzt mal reinschalten bei mir. Oh, Leute. Ich muss jetzt hier ordentlich Punkte aufholen. Ach, erstmal nix hier. Ja, okay. Zweiter Spin. Mal gucken. Nein! Oh Mann, das wäre ein safer Win gewesen. Eine Haarbreite, Mann. Richtig close. Und... Ah. Komm. Brudi. Bratun. Was kriegst du jetzt? Schon wieder episch. Also bis jetzt habe ich hier wirklich noch 0 Punkte. Pechrad bei dir gerade. Jetzt ist Pechrad. Jetzt ist Pechrad. Das sah so aus bei dir. Ja, nee. Jetzt ist... Alter, was ist das denn, Bro? Ja, wenn Seville einen legendären zieht, dann hat er ja schon gewonnen. Du hast doch... Ey, komm doch bitte, Oh mein Gott. Das Rad nimmt dich anders hops gerade. Ja, ne? ich werd gerade wirklich hops genommen, Leute. Oh, ey, ach, hopp, ey, Bro. Bro, wieder eins von Special. Ey, das ist doch belastend, Digga. Also wirklich null Punkte, nicht mal einen legendären. Das war gerade anders wild. Okay, also, Leute, wir schauen bei Seville rein. Ich muss wirklich sagen, das war das schlechteste Pechrad, was ich gesehen habe. Ey, Bro, ich habe auch noch nie so ein Glücksrad gehabt. Okay, Leute, Seville ist dran. Seine 10 Spins. Auch einen epischen. Ja. Du hast wirklich 10 epische. Das Schlechte, was man kriegen kann. Wirklich, ich glaube, ich hatte das noch nie. Okay, Seville hat schon gewonnen. Ich hatte das noch nie, dass man nicht mal einen legendären bekommen hat. Das muss man erstmal schaffen. Man hat ja, glaube ich, die Chance, einen legendären zu kriegen, ist ja, glaube ich, 1:4, so bei 25%. Ungefähr, ja. Alter, kann ich auch sagen. Unlucky muss ich sein, dass ich bei 10 Spins nicht einen kriege. Ja, das ist krank. Aber ich muss sagen, vorhin dachte ich, du hast Glück deines Lebens und dann habe ich es nochmal getoppt. Dann dachte ich so, WTF, du hattest schon krass Glück. Als ob. Also, Bro, wenn jetzt nochmal ein Special Day hat, dann mache ich hier aber aus, Bro. Dann aber vorbei. Bro, wenn hier ein Special Skin nochmal kommt, dann ist also auch. Das kann nicht passieren. Das wäre dann einfach das nächste Glücksrad direkt danach, das noch nie passiert. Aber einen legendären habe ich schon mal. Das ist schon mal gut. Ja, komm. Oh. Ach, Digga. Aber so wirklich viel kommt bei dir gerade auch nicht. Nee, also. Ein legendärer nur. Oh, der ist cool, der Skin, den mag ich. So Ninja. Ja, ein legendärer. Auch jetzt nicht gut, aber trotzdem hat er gewonnen, Leute. Ey, ich muss jetzt unbedingt die Runde gewinnen, sonst wird's hier echt peinlich, Leute. So, Freunde. Was haben wir jetzt hier Schönes? Oh, Eis. Icy Heights. Let's go, Leute. Ist cool, die Map. Die mag ich auch. Die ist cool. Da gibt's ja auch so eine Abkürzung, nice. Aber ich finde, die lohnt sich nicht wirklich.
Nee, ich glaube, ich weiß gar nicht, welche. Oh, guck mal, wir, die Profis hier, die Profis rutschen hier direkt vor. So, Chefsache, Leute. Zack. Oh. Einfach gegen das Ding. Hier kommen Schneebälle. So, aua, oh mein Gott. Oha, wie weit bist du? Bro, der Schneeball hat mich gerade anders hops genommen. Ah, jetzt habe ich dich gerade ein bisschen eingeholt. Aua, ey. Wurdest du erwischt? Ja, so voll schlecht, ey. So, jetzt warte ich hier auf dich. Ah, wobei, du gehst wahrscheinlich direkt ins Ziel. Nee, ich warte vorne. Ich warte doch vorne. Hui. Ey, Mann. Du willst, dich boxen, ne? Bro, wie du kannst du das dich einfach nicht boxen. Du musst das timen, Digga. Du musst das timen. Das Timing. Du kriegst das so gut hin. Den Alien habe ich auch noch weggedappt hier. So. Aber kurz abgesaved. Okay, nächste Map, Leute. Was ist hier nächste? What's next? Oh, Titanfall. Titanfall, Leute. Das ist gut, das ist gefährlich. Komm, ich mach Risiko direkt. Ich mach auch. Einmal mach ich Risky. First run. Ah. Alles klar, direkt reingechockt. Aber. So, und jetzt lass ich die anderen. Jetzt lass ich die anderen mal vorlaufen. Nach vorne. Ich riskiere hier ein bisschen. Man lebt nur einmal im Leben. Du bist ja ein richtiger Draufgänger, Seville. Ja, hier, guck. First try. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt gefährlich. Ja, jetzt ist echt gefährlich da. Ey, man kann da schon rüberspringen hier. Echt? Ja. Oh, nice. Abgesaved. Ey! Endlich! Leute, ich hab's geschafft. Schau mal, wie lange die brauchen. Die sind alle runtergefallen. Krass, die mussten alle nochmal neu anrennen. Mein Ziel ist einfach nur, dich mal umzuboxen. Jetzt hab ich's geschafft. Okay. Seville, okay. Hast dein Ziel erfüllt. Final Round. Oh, Leute, jetzt muss hier aber Win kommen. Ganz wichtig. Komm, gönn mal irgendwas Gutes jetzt. Oh, Lavaland ist gut. Ey, Seville, das hier, das war doch hier letztes Mal unsere Map, Alter. Weißt du noch? Das war unser erstes war wirklich, Video. Das ging das ja richtig, richtig lang. Ja. Wir sind bis ins Late Game gekommen damals. Oh, das war... Also, ich könnte ja jetzt jeden umboxen, aber ich bin Ehrenmann. Hä? Max? Wart ab jetzt! Nein! Komm bloß zu mir jetzt! Komm doch her! Komm bloß zu mir jetzt! Digga, du bist so ein Assi. Wart ab jetzt im Late Game. Ja, okay. Ja, komm mir bloß nicht in die Quere. Ich warte doch, ja, komm doch. Alles gut, chill. Bam, ich habe einen runtergeboxt. Bam, und den nächsten habe ich auch runtergehauen. Ey, Bro, ich bin hier wirklich ein Asozialer in dem Spiel, ne? Du bist abnormal asozial. Kleiner, jetzt warte mal ab. Guck mal, wie er da hinten alleine chillt. Ja, Bro, ich will hier auch alleine sein. Ja, du hast Schiss, Digga, du hast Schiss, komm doch. Geh weg, Max, geh weg. Bro, lass uns jetzt nicht unnötig. Nein! Ey, Bro. Ey, komm, eine Round machen wir noch. Eine Runde. Noch. Eine schnelle. Das kann man uns nicht gefallen lassen. So, Leute, komm. Alle guten Dinge sind drei. Gehen jetzt um eine Runde rein. Teil voll, okay. Risiko. Ich kenne nur Risiko. So, komm, ich geh vor diesmal. Eiersache. Oh. Ey, ich bin sogar aufs Richtige. Ich hab's sogar aktiviert. Die blocken hier anders, ne? Nein! Ich bin wieder gefallen. Wer mich blockt, wird weggedappt hier. Ey, du... Junge, ey! Nee, Boxst du nicht mich? Doch, weil du alle umboxst. Lass die Leute... Ey, du hast mich... Bruder, du hast mich runtergeboxt, wenn ich jetzt wegen dir verliere. Wenn du die anderen umboxst die ganze Zeit. Ey, wenn ich es jetzt wegen Seville nicht schaffe, ne? Ich bin voll weit hinten. Dann lass die anderen in Ruhe, Junge. Warum deckst du die denn? Weil du ein Assi bist. Nein! Bro, ich bin runter. Ey, das war's, Digga. Ich werd's nicht schaffen. Leute. Ich werd's nicht schaffen. Beeil dich. Ja. Ja, doch, ich werd's schaffen. Alles gut. Du schaffst gar nichts. Ey, komm her. Bam, aber den hau ich nochmal weg. Niemand kommt jetzt hier mehr ins Ziel, ey. Was, du willst ins Ziel, ey. Okay. So. Ohne Grund einfach Leute schlagen. Oh, nice. Nee. Lost Tempo. Ich mag die Map nicht. Ja, die ist ein bisschen blöd, das stimmt. Die ist manchmal. Aber ich hab's neulich auch gelernt, da den linken Weg entlang zu gehen. Oh, das ist stark, das ist richtig stark. Ah, Alter, da gibt's ja auch so einen Trick. Ey, Bro, da kann man ja auch so an der Seite entlang laufen. Es gibt ja hier wirklich überall diese Tricksereien hier. Ja. Da gibt's echt überall Tricks hier bei den Maps.
So. Muss man sagen. Zack. Ey. Was mache ich denn? Richtig. Ey, Bro, aber ich hoffe, ich schaff durch. Die sind ja alle voll gut. Das schaffst du easy. Ich halt die auf. Ich halt die auf für dich. Ich halt die auf, Junge. Box sie weg. Ja, falls einer jetzt gleich durchs Ziel will, boxe ich den gleich mal um. Aber ganz klare Sache. Obwohl, nee, aber alles gut. Ich glaube, ich bin auch hier bei den Vorderen mit dabei. Ey, dieser Stein erwischt mich nochmal. So, hä, zack, ich bin doch Erster. Warte, easy. Nein. Warte. Ey. Ey, komm mal. Ey, und er geht durch. Das habe ich, glaube ich, noch nie als Final Map gehabt. Ja, gut, okay. Aber es ist schwierig hier gegen Seville. Seville ist hier das gefühlt deine Home Map, Bro. Du bist mein Zuhause, Max. Ah, aua. Der Arme direkt erstmal ein Boom. Der ist immer direkt down. Ja, die Map ist aber auch. Oh, ich bin jetzt auch runtergefallen hier einmal. Wollte ich zu viel. Aber ich glaube, du könntest locker vorne mithalten jetzt. Guck mal, du bist doch hier. Ey, Digga, du kleiner. Ich dachte mir so, nee, komm, jetzt box ihn nicht. Wolltest du mich echt nicht boxen? Ich wollte dich gerade wirklich nicht boxen, Bro. Ach, nee. Okay. Ah, da vorne bist du ja. Digga. Ey, Bro, du nervst. Nein! Ja, aber gut, Seville hätte gewonnen, wenn er mich nicht gewonnen hätte. Alles gut. Alles easy. Geiles Video. Leute, lasst auf jeden Fall mal wieder ein Like und ein Abo da. Checkt gerne Seville aus, wenn ihr noch mehr Stumble Guys Videos sehen wollt. Und dann würde ich sagen, bis dahin, haut da rein, Leute, euer Kramix.